Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich habe es alles längst vergessen. Ich hoffe, Sie merken jetzt oder merken sich, wo ich wirklich bin, also in Rheinland-Pfalz zu Hause, und bin auch von dieser Funktion eben hier für die Regionalbibliotheken am Tisch. Und ich freue mich besonders, dass die Frau Eimer, die Projektleiterin seitens der DNB von diesem Kooperationsprojekt, auch mit in die Bütt steigt. Und bei Kooperationsprojekten ist es ja doch sinnvoll, wenn beide Partner dabei sind und vor allem gerade der Partner, der eigentlich das meiste gemacht hat. Und deshalb schön, dass Sie dabei sind. Ja, unser Vortrag handelt sehr viel von kulturellem Erbe, handelt sehr viel von Zusammenarbeit, wie der Titel verrät, und ja, auch über den Zugang und wie der so genau bestellt ist um den Zugang, das werden wir jetzt gleich noch sehen. Tuck. Erstmal eine Vorstellung, wer wir hier sind oder welche Kooperationspartner zugegen sind. Also zum einen die Regionalbibliotheken, das sind, ich weiß gar nicht, wer das damals so schön prägnant formuliert hat, eine Regionalbibliothek sammelt Literatur aus, über und für die Region. Das ist ja eine schöne Formulierung, das ist sehr treffend, und bei uns ist es jetzt gerade wichtig, oder für dieses Projekt, die Literatur aus der Region, nämlich das Pflichtexemplar. Also Pflichtexemplare, ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, sind die Dinge, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben an die Bibliothek abgeliefert werden müssen. Also sprich, bei uns oder im Bund muss jeder Verleger ein Exemplar seiner Produktion an eine Bibliothek kostenlos abgeben, und der Gegenzug archivieren wir das dann dauerhaft für die Zukunft, für zukünftige Generationen, eben um das kulturelle Erbe zu bewahren. Und diese Regionalbibliotheken, die haben sich zusammengeschlossen in einer AG, und die ist organisatorisch angehängt an der Sektion 4 im Deutschen Bibliotheksverband. Und ja, wie Sie sich vorstellen können, vertritt diese AG irgendwie die Regionalbibliotheken, ihre Interessen, und versucht da so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir uns zweimal im Jahr treffen, und es gibt auch einen Vorstand von dieser AG, der trifft sich auch nochmal zweimal im Jahr. Aber das ist keine irgendwie rechtsfähige Organisation, sondern wir sind halt so eine lockere Arbeitsgemeinschaft. Demontiere hier noch alles. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Deutsche Nationalbibliothek, die für den Bund das Pflichtexemplarrecht hat. Und das ist eine schöne Arbeitsteilung. Also traditionell ist bei der föderalen Struktur, die Deutschland ja auch schon vorher hatte, ist das Pflichtexemplar eigentlich Landessache, oder beziehungsweise die Kulturhoheit liegt bei den Ländern. Und die nationale Einigung in Deutschland hat ja relativ spät stattgefunden, und seitdem gibt es dann auch ungefähr die Deutsche Bibliothek oder Deutsche Bücherei damals noch. Und die macht das Ganze nochmal auf Bundesebene. Das heißt, es gibt viel Aufgabenüberschneidung bei dem Pflichtexemplar. Also es gibt im Prinzip eine parallele Sammlung auf Bundesebene und auf regionaler Ebene, wobei auf regionaler Ebene natürlich viel mehr Kleinschrifttum noch versammelt ist, als was jetzt hier in Leipzig und Frankfurt zu haben ist. Und damit kommen wir dann zu unserem engeren Thema, die Tageszeitungen. Tageszeitungen werden von den Regionalbibliotheken bis heute nach wie vor weiterhin als Papierform gesammelt. Und die Deutsche Nationalbibliothek hat, oder beziehungsweise sagen wir mal so, die Sammlung von Tageszeitungen gehört nicht jetzt zu den zentralen klassischen Aufgaben der Nationalbibliothek bislang. Und deshalb gab es früher eine Kooperation, dass im Prinzip diese Papierausgaben mikroverfilmt wurden und dann einzelne Ausgaben oder sehr viele Ausgaben davon hier in Frankfurt dann zu haben waren. Und diese Aufgabentrennung ist ein wenig ins Rutschen geraten, weil seit 2010 die Deutsche Nationalbibliothek sich ganz auf die Sammlung von E-Papern konzentriert hat und sukzessive seitdem die Verfilmung einstellt. Also für Archivausgaben sind jetzt die E-Paper hier in Frankfurt und Leipzig. Was sind denn die E-Paper? Also nach Definition der Deutschen Nationalbibliothek und natürlich jetzt im Gefolge bei uns auch, sind die E-Paper einfach die druckbildähnlichen Tageszeitungen. Also das, was elektronisch zu haben ist, aber im Prinzip genauso aussieht, die PDFs von den Tageszeitungen, eben keine Online-Ausgaben, nicht die Online-Ausgaben der Tageszeitung. Und zurzeit sind das ungefähr 1200 Titel, die diese Ausgabe umfassen. Und die werden durch einen Dienstleister alltäglich eingesammelt.
Und im Gegensatz zur Mikrofilm-Ära ist die DNB auch darüber so übergegangen, wirklich alle Regional- und Lokal- und Unterausgaben der Tageszeitung zu sammeln und hat damit einen Vollständigkeitsanspruch. Und da wurde es dann für uns als Regionalbibliotheken dann auch interessant, weil dieser Vollständigkeitsanspruch, den hatten wir ja sowieso die ganze Zeit. Und wir mussten uns ja auch mit diesem elektronischen Medium auseinandersetzen und die meisten von uns Regionalbibliotheken hatten, meines Wissens nur die ULB Halle, hat Möglichkeiten, das selber einzusammeln oder bekommt es. Und für uns war es eine schöne Gelegenheit, die Kooperation mal wieder aufzunehmen mit der DNB. Und zwar haben wir im Rahmen der UAG Pflichtexemplar, die es auch im Rahmen dieser Regionalbibliotheken gibt, die DNB um eine Präsentation gebeten. Das war schon im Juni 2012 und Frau Solberg, die das damals gemacht hat, hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Jedenfalls waren wir von dem Projekt so begeistert, dass wir unseren Vorstand der Regionalbibliotheken gebeten haben, doch mal die Kooperation wieder zu suchen. Das war ja nicht die erste Kooperation, die wir auf dem Sektor hatten. Wir haben auch in früheren Fällen schon öfter mal das Gespräch gesucht. Dann kam die positive Rückmeldung und 2013 kam es dann tatsächlich zu einem ersten Treffen. Und die Konzeption dieser ganzen Veranstaltung lief auf ein regionales Fenster hinaus. Das heißt, die Datenhaltung blieb hier allein in Frankfurt, also auf nationaler Ebene, und die jeweils zuständige Regionalbibliothek kriegt nur einen lesenden Zugriff auf diese Daten. Das nennt man regionales Fenster, das heißt, wir selber haben keine Daten dazu als Regionalbibliothek. Ja, unsere Motive waren natürlich ganz klar, ich habe es eben schon angedeutet, die ähnlichen Arbeitsaufgaben, die Nachnutzung und der Kooperationswunsch. Es gab schon mal sehr weitgehende Absprachen auf dem Sektor, die damals dann weitestgehend an Urheberrechtshürden und auch Forderungen der VG Wort so um 2010 gescheitert sind oder ins Stocken geraten sind. Und das war mal wieder ein schöner Anlass, da ins Gespräch zu kommen. Ich muss sagen, ich hatte es mir total einfach vorgestellt, technisch auch für die Regionalbibliotheken jetzt einen Zugriff darauf zu realisieren. Das musste ich dann korrigieren, mich lassen. Und die E-Paper sind eben ein klar abgrenzbares Sammelgebiet. Das ist jetzt nicht unbedingt Kernaufgabe oder beziehungsweise wir hatten ja parallel noch unsere Druckausgaben. Ja, und ansonsten sollte das Ganze natürlich dazu dienen, vielleicht für weitere Kooperationen auf dem Sektor der E-Pflicht zu dienen. Aber wir hatten auch einiges zu schlucken, Nachteiliges, also zum Beispiel, und da sind wir bei dem schönen Thema Zugang gestalten, die Nutzungsbedingungen für die E-Paper sind recht restriktiv. Also die kommen erst 7 Tage später, also auch hier in der DNB zur Anwendung, also mit einem deutlichen Zeitverzug und es gibt nur einen lesenden Zugriff, das heißt, wir dürfen auch nur artikelweis die Dinge ausdrucken. Ich hatte ja nur gesagt, Regionalbibliotheken sind auch für die Region da. Also wir verstehen uns schon ganz klar als Nutzungsbibliothek. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns da erhofft haben, aber die Zeitungsverleger sind da in der Hinsicht sehr respektiv aufgestellt. Ja, es gab eine Kostenbeteiligung. Zu den Vorgängerkooperationen war eher so gedacht, der eine gibt dem anderen etwas und man tauscht so gegenseitig das Sammelgut aus. Das ist jetzt ganz anders geregelt worden. Und ganz unterschiedlich wird das beurteilt, wir haben keine eigenen Pflichtexemplare mehr. Für einige Bibliotheken ist das ein Vorteil, dass sie sich darum nicht rumärgern müssen, aber es fehlt natürlich schon, dass wir als Regionalbibliothek selbst eigentlich keine Daten haben. Ja, ganz wichtiges Thema, wir hatten es heute Vormittag schon, so die rechtlichen Hürden und Prämissen. Alle Regionalbibliotheken müssen ein E-Pflichtgesetz haben. Das ist im Gefolge des Sammelauftrags der DNB, die 2006 ihre Sammlungen ausgeweitet hat, auf die elektronischen Online-Publikationen in fast allen Ländern mittlerweile passiert. 5 Bundesländer, die ich hier namentlich nicht nennen will, die Sie aber gerne nachlesen können, fehlen noch. Und auch das Urheberrecht ist immer noch eine ziemliche Hürde, selbst zwischen Bibliotheken, die beide denselben Sammelauftrag haben, die Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundesebene. Das ist sehr bedauerlich, aber damit müssten wir leben und das hat uns in dem Projekt auch begleitet. Das heißt,
Die DNB mochte erstmal von uns etwas Verbindlicheres hören. Das war damals noch nicht verbindlich, aber wer sich überhaupt als Regionalbibliothek daran beteiligen wollte. Und dann kam dieses Kernprojekt, nämlich eine Vereinbarung, die zwischen den Zeitungsverlagen einerseits, der Deutschen Nationalbibliothek andererseits und der jeweiligen Regionalbibliothek einzeln geschlossen werden musste, dass die DNB an die Regionalbibliothek ihr Exemplar weiterreichen durfte. Das war das Einverständnis, was urheberrechtlich erforderlich ist und umgekehrt von uns signalisiert wird. Wir sind damit zufrieden. Damit ist die Pflichtexemplarablieferung auch auf Landesebene getan. Und vielen anderen Dingen, die Nutzungskonditionen, die jetzt mittlerweile eigentlich, wo sich das Urheberrecht für Tageszeitungen so verschlechtert hat, eigentlich sogar noch ganz gut sind. Ja, und dann nicht zuletzt war ein Kooperationsvertrag zwischen der DNB und jeder Regionalbibliothek abzuschließen, wo im Prinzip der Service und die Zusammenarbeit geregelt werden musste. Ich muss immer auf das richtige Knöpfchen drücken. Ja, Vorgabe oder beziehungsweise Grundvoraussetzung war, dass wir den Bund Deutscher Zeitungsverleger früh versucht haben, über unsere Planung ins Boot zu holen. Die fanden das natürlich eigentlich auch gar nicht schlecht, weil sie jetzt nur weiterhin an einer Stelle, nämlich an die DNB, abliefern mussten und nicht noch zusätzlich jeweils an die Regionalbibliothek. Also da war keine zusätzlichen technischen und wie auch immer zu klärenden Absprachen zu treffen. Wir mussten uns in der AG und zwischen der DNB und den einzelnen Pflichtexemplarbibliotheken verständigen über Verträge, über die Kostenverteilung, das Modell, wer überhaupt teilnehmen will. Und im Rahmen von Workshops hier in Frankfurt wurden alle Teilnehmer darüber informiert oder vielmehr abgefragt, wie man das organisatorisch und technisch in den Griff bekommen kann. Und damit ein fliegender Wechsel. Gut, an dieser Stelle möchte ich übernehmen, um eben unseren Part etwas darzustellen. Das war, das zeige ich jetzt einfach exemplarisch an verschiedenen Beispielen, möchte jetzt nicht das ganze Projekt hier aufführen, das würde den Rahmen sprengen. Wir hatten zum Beispiel die Vertragsentwicklungen, wo wir natürlich vor dem Problem standen. Also wir haben jetzt Vereinbarungen mit 73 Verlagen, wir haben Kooperationsverträge mit 12 Regionalbibliotheken. Da ist es wichtig, dass das möglichst einheitlich gestaltet wird, damit ich damit auch nachher weiterarbeiten kann. Da war es so, dass wir von Seiten der DNB Entwürfe gemacht haben, Mustervereinbarungen, Musterbegleitbriefe, die dann mit den jeweiligen Akteuren abgestimmt haben, wer da jeweils betroffen war, also zum Beispiel die Regionalbibliothek oder auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Wir haben definiert, was kann dann im Einzelnen jeweils noch verhandelt werden und haben diese Muster dann an die Regionalbibliotheken weitergegeben, die dann mit den einzelnen 73 Verlagen, wie gesagt, im Moment die Vereinbarungen tatsächlich verhandelt haben und dann in einer dreifacher Ausfertigung abgeschlossen haben und an uns zurückgegeben. Das Ergebnis davon war wirklich, dass wir sehr weitgehend einheitliche Regelungen haben, mit klar definierten Variablen, die wir dann eben technisch auch abbilden können und sodass das alles zu einem sehr erfolgreichen Ziel geführt hat. Ein weiterer Punkt war, wie legen wir die Kosten fest? Wir haben ja hier verschiedene Kosten. Wir haben zum einen die Kosten, die in der DNB sowieso entstehen durch die Sammlung. Also ob das Speicherplatz ist, Kollegen, die das bearbeiten, Dienstleister, die zuarbeiten und so weiter. Dann haben wir die Kosten für die Implementierung des Bereitstellungssystems für die Regionalbibliotheken und wir haben die Kosten dann für den laufenden Betrieb. Und das haben wir eben alles, zum Teil wissen wir das, zum Teil können wir das natürlich nur abschätzen, abgeschätzt und definiert, wie verteilen wir das mit dem Ergebnis, dass die Kosten für die Sammlung bei der DNB liegen und auch die Kosten für die Implementierung des Systems bei uns liegen. Dann aber die laufenden Kosten für die Bereitstellung, also sowohl was Hosting als auch was den Support angeht, an die Regionalbibliotheken weitergegeben werden als Gesamtsumme und die Regionalbibliotheken dann untereinander im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Regionalbibliotheken ein Geschäftsmodell abgestimmt haben, wie sie die Kosten untereinander verteilen. Ja, die Systementwicklung, wie sind wir da vorgegangen? Bei der Systementwicklung war es so, dass wir gesagt haben, wir haben hier ein klar abgegrenztes System. Das heißt, wir schreiben das als Dienstleistung aus. Unsere IT ist gut ausgelastet, wie in den meisten Einrichtungen.
sodass wir hier die Möglichkeit hatten, das dann wirklich einfach auszuschreiben. Haben bei der Ausschreibung es auch so gemacht, dass wir sowohl die Anpassung eines bestehenden Systems, was auf dem Markt ist, als auch eine Neuentwicklung ausgeschrieben haben. Es ist dann letztendlich die Neuentwicklung geworden. Der Stand der Implementierung ist so, dass wir kurz vor dem Abschluss stehen. Die letzten Tests laufen, wir natürlich noch ein paar Änderungen haben, aber im Großen und Ganzen alles funktioniert und wir die Produktivnahme des Systems noch in diesem Jahr planen. Die Herausforderung dabei war wirklich, ein Gleichgewicht zu finden zwischen einem komfortablen System und zwar für zwei verschiedene Akteure, zum einen die Regionalbibliotheken als Administratoren und zum anderen auch einfach die Nutzer der Regionalbibliotheken in den Lesesälen und gleichzeitig aber den Implementierungsaufwand, somit die Kosten in einem für die DNB vertretbaren Rahmen zu halten. Und was dabei natürlich eine große Rolle gespielt hat, dass wir sehr unterschiedliche Anforderungen, Voraussetzungen haben von den jeweiligen Regionalbibliotheken, unterschiedliche technische Voraussetzungen, was wir dann eben alles, ich denke, jetzt letztendlich ganz gut unter einen Hut gebracht haben, sodass alle mit dem Ergebnis zufrieden sind. Beispielhaft drei Problemstellungen, die wir im Rahmen dieser Implementierung hatten. Zum Beispiel, also wir haben 1200 laufende E-Paper-Titel, davon sind 650 jetzt welche, die jetzt im Rahmen des Regionalfensters bereitgestellt werden. Diese 650 gehören eben zu den genannten 73 Verlagen. Und da muss ja jeder Titel einer bestimmten Regionalbibliothek zugeordnet werden. Unter Umständen auch noch mit, was hat er, wie viele parallele Zugriffe sind es, welcher Zugriffszeitraum ist es genau. Da konnten wir auf die gerade von Frau Hubrich vorgestellte Zeitschriftendatenbank als andere Kooperation zurückgreifen. Das heißt, wir konnten wirklich einfach die ganze Steuerung darüber machen. Und das hat den großen Vorteil, dass die ganze Anzeige in die lokalen Kataloge der Regionalbibliotheken oder auch in die Bibliotheksverbünde oder auch in die ZDB damit auch direkt mit abgefrühstückt ist. Also wenn Sie einmal das in der ZDB erfasst haben, dann ist das automatisch in den normalen bibliothekarischen Nachweisinstrumenten mit drin. Eine andere Problemstellung war der Schutz der Objekte, also der eigentlichen Tagesausgaben im PDF-Format. Da haben wir zum einen eben die rechtliche Problematik, wo wir genau definieren mussten, wer ist für was verantwortlich, wer muss Sorge tragen, welcher Kooperationspartner, wofür er die Verantwortung übernehmen muss. Und zum anderen natürlich viel wichtiger noch auch der technische Aspekt. Das heißt, es mussten entsprechende sichere Übertragungswege implementiert werden. Das System selber darf nicht angreifbar sein. Und was auch ganz wichtig war, dass wir eben keine dauerhafte Speicherung bei einem Dienstleister oder bei der Regionalbibliothek oder sonst irgendwo haben, sondern dass die Objekte normalerweise sicher im Datenspeicher der DNB liegen und nur im Falle der Bereitstellung kurzfristig quasi ausgeliefert werden und danach sozusagen wieder zurückgeholt, also dann gelöscht. Eine dritte Problemstellung war, dass wir natürlich in den Regionalbibliotheken, in den Lesesälen sehr unterschiedliche Systemlandschaften haben, unterschiedliche Browser, unterschiedliche Rechnerkonstruktionen und wir ein System machen mussten, was da möglichst alle Anforderungen erfüllt. Das haben wir gemacht, indem wir eben einfach auf eine Webanwendung gegangen sind. Ist dann nochmal komfortabler im Gegensatz zu einer kleinen Serveranwendung. Das heißt, ich muss keine lokale Installation oder Ähnliches machen. Es funktioniert alles direkt, wenn ein entsprechender Browser einfach installiert ist. Ja, bei der technischen Umsetzung des Systems, also neben einer Schnittstelle, die von Seiten der DNB bereitgestellt wurde, haben wir eben dann das von der Firma implementierte System. Da haben wir zum einen die Authentifizierung und die Verwaltung der Regionalbibliotheken und ihrer Administratoren, damit sie dann eben sowas machen können wie bestimmte Rechner freischalten und so weiter. Dann haben wir ein frei verfügbares Suchmodul implementiert, weil wir ja zwar in der ZDB die ganzen
Titeldaten haben, aber nicht die Hunderttausenden von Tagesausgaben, die einfach in den Katalogen der jeweiligen Regionalbibliothek eben nicht vorhanden sind, in denen der Nutzer aber durchaus auch suchen möchte. Er möchte ja zum Beispiel alle Titel eines bestimmten Zeitraums oder Ähnliches, weil dort ein Thema stattgefunden hat, was er recherchieren möchte. Somit haben wir also auch noch dieses Suchmodul implementiert, was auch den Vorteil hat, dadurch, dass die Metadaten ja frei verfügbar sind, dass es eben von zu Hause aus bereits zugreifbar ist. Der Nutzer kann von zu Hause aus recherchieren und erst in dem Moment, wo er versucht, dann wirklich die einzelne Tagesausgabe zu öffnen, kommt die Blockade, nein, hier musst du jetzt in den Lesesaal gehen, das ist ein geschütztes Objekt. Und wenn er dann im Lesesaal ist und dort das aufruft, dann haben wir eben auch hier wieder einen systemseitig eingebetteten Viewer. Wir sind also nicht darauf angewiesen, was hat der jeweilige Partner hier in seinem Lesesaal installiert, sondern der Viewer ist in der Anwendung, konnte auch entsprechend eingeschränkt werden, dass er zum Beispiel keinen Download zulässt, weil wir den einfach vertraglich nicht zulassen dürfen. Und dieses System, was wir jetzt implementiert haben, ist eben ein System, was jetzt erstmal genau auf diesen Anwendungsfall optimiert ist, also auch von der Suche her, die Filterung nach Tagesdatum und so weiter. Der Viewer ist ein PDF-Viewer, weil das jetzt hier der Bereitstellungsfall ist. Aber grundsätzlich ist die Software schon auch so ausgelegt, dass man sie natürlich mit gewissen Anpassungen für weitere Systeme, gegebenenfalls für weitere Kooperationen mit anderen Kooperationspartnern oder auch mit den gleichen, einfach nachnutzen kann. Gut, damit würde ich dann wieder an Herrn Jendral übergeben. Der ein kleines Fazit dieser Kooperation schließt. Also was uns tatsächlich sehr behindert hat, ist das geltende Urheberrecht. Weil es diese sehr zeitaufwendigen Vertragsregelungen und weitere Schritte erfordert hat, also dieses Genehmigungseinholen und so weiter und so fort. Das war relativ zäh, ging aber auch wesentlich besser als gedacht. Mit den Verlagen in Kontakt zu treten, war vor Ort teilweise wesentlich einfacher, als mit dem Verband selber zu reden, also wesentlich einfacher. Und da hat man auch als Bibliothek eigentlich einfache, bessere Konditionen vielleicht rausholen können, was aber technisch wiederum nicht vorgesehen war. Und, das muss ich jetzt sagen, das Abstimmungsverfahren innerhalb der Kooperation war natürlich auch nicht ganz einfach. Also es war immer mit gewissen Fristen verbunden. Also es gab eine Information von der DNB an den Vorstand. Der Vorstand hat das Ganze an seine Mitgliedsbibliotheken weitergeleitet oder vorher nochmal beraten. Dann mussten die Texte hin und her gemailt und wer nimmt nun teil und dann gab es wieder Nachfragen. Das ist schon auch relativ aufwendig, aber ich denke, es hat sich auf alle Fälle gelohnt, denn wir haben damit ja zum ersten Mal, meines Wissens jedenfalls in dem Bereich der E-Pflicht, eine erfolgreiche Kooperation abgeschlossen und das allein hat sich da schon riesig gelohnt und bin mal gespannt, wie es jetzt tatsächlich, wenn es jetzt in Kürze in Echtbetrieb geht, auch von unseren Nutzern angenommen wird. Und vor allem hat es ja eben schon gerade gesagt, die technischen Voraussetzungen sind ja zum Teil sicher auch für eventuell weitergehende Kooperationen auf diesem Gebiet nachnutzbar. Ja, und da gibt es dann gleich hier schon eine kleine Perspektive, und zwar der große Bereich der Webarchivierung, Website Harvesting, das ist in Deutschland leider nicht so gut aufgestellt, wie es sein sollte, aber DNB und auch Pflichtexemplarbibliotheken aus 5 Bundesländern sind da schon teilweise seit vielen Jahren aktiv. Und da ist durch die neuen Änderungen am Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek im § 16a auch eine wesentlich bessere Weitergabe und Übermittlung von gesammelten Online-Produkten möglich, die offen und frei im Netz zu haben sind. Und das sind ja nun mal die allermeisten Websites. Und da könnte es also die rechtliche Voraussetzung deutlich besser laufen. Seit dieser Woche ist den Regionalbibliotheken auch bewusst, dass die DNB mit ihrem Dienstleister durchaus auch für die Regionalbibliotheken zur Verfügung stünde, wenn es zur Kooperation kommt. Das ist gerade für die Regionalbibliotheken, die selber auf dem Gebiet noch nicht aktiv sind, vielleicht ein ganz attraktives Modell, parallel zu den auf Landesebene schon bestehenden mit den Verbünden oder aus eigener Regie praktizierten Web-Archivierungsmodellen.
Und was die Sammelpolitik betrifft, wir betreiben beide weitestgehend selektives Sammeln bislang, außer dem einen Domain-Crawl, den die DNB mal gestartet hat, ergänzen sich ganz gut. Man kann das anhand Bundesebene, Länderebene ganz gut abtrennen und die Kooperationsbereitschaft ist jedenfalls auf beiden Seiten vorhanden und jetzt soll es auch bald konkret werden. Ja, mit diesen positiven Aussichten wollte ich zumindest an diesem Moment mal nutzen, mich bei der Deutschen Nationalbibliothek und vor allem bei den betroffenen Kolleginnen, die das Projekt so gut und lange begleitet haben, zu bedanken, dass das eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit war und dass das eigentlich als Muster für weitere Dinge sehr gut herhalten könnte. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Ja, vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Ich würde gerne eine blasphemische Frage stellen. Und zwar, wenn man jetzt das Ergebnis letzten Endes dieser Digitalisierung sieht, welche durchs Recht so beschränkt wird. Ich bin jetzt selbst auch Urheberrechtler. Und das darf gar nicht weitergegeben werden. Jetzt wäre die blasphemische Frage, was ist quasi noch der Zweck der Digitalisierung? Weil ursprünglich dachte ich, okay, wir digitalisieren, um allen, von allen Orten quasi den Zugang zu verschaffen. Wenn es jetzt das nicht ist, dann haben wir, das haben wir ja dann gesehen, wenigstens noch die Metadaten. Und lohnt sich das dann noch? Wenn wenigstens und die zweite Frage, die das sich daran darf ich ja. Da vielleicht direkt reingrätschen, das ist ein kleines Missverständnis. Wir reden hier nicht über digitalisierte Zeitungen, sondern wir reden über vom Verlag als E-Paper PDF veröffentlichte Zeitungen, die als E-Paper auch bei uns abgeliefert werden. Also das heißt, das fällt in den gesamten Bereich der E-Pflicht wie auch die ganzen E-Books. Und auch dort sind die Zugriffe sehr beschränkt. Also wir haben ja in der DNB ungefähr 4 Millionen Netzpublikationen, die wirklich born digital sind. Und quasi alles, was aus dem Verlagsbereich kommt, kann nicht einfach ins Netz gestellt werden, sondern das Allermeiste wirklich einfach nur im Lesesaal genutzt werden. Das ist auch für uns absurd. Also, was heißt absurd? Aber es ist, so ist es nun mal. Frei im Netz sind eigentlich nur Sachen wie Online-Dissertationen, Literatur, die von öffentlichen Einrichtungen veröffentlicht wird im Netz oder sowas. Aber alles, was Sie von den Verlagen kriegen, was Sie normalerweise ja auch für viel Geld kaufen müssen, wird nicht frei ins Netz gestellt. Und genau darunter fallen die hier auch. Sie hatten noch einen zweiten Teil. Ich wollte jetzt gleich mich noch anschließen. Also wir als Regionalbibliothek, als Landesbibliothekszentrum, wir versuchen von den Rechteinhabern in aller Regel die Einverständniserklärung einzuholen, damit unsere gesammelten Dinge dann auch frei im Netz zu haben sind. Das sind aber auch freie, meistens freie Webinhalte und eben oder Online-Publikationen, keine Verlagspublikationen. Und der Vorteil für das Ganze, für uns aus Sicht der Regionalbibliothek, ist schon der Archivierungsaspekt, dass wir diesen Archivierungsaspekt bei uns nicht betreiben müssen und den ganzen Aufwand, sondern dass das im Prinzip von der Deutschen Nationalbibliothek mit abgedeckt wird. Ich tue mein Bestes. Ja, ich wollte nämlich, danke, also für die Aufklärung, danke. Ich wollte dann quasi auf die Frage hinaus der Kosten. Also ist das jetzt eine große Kostenerleichterung, wenn man das quasi nicht mehr auf einem Mikrochip oder auf einem Mikrofilm hat, sondern jetzt eben digital? Oder ist es so, da würde ich nämlich in meinem späteren Vortrag dann hinaus, ist es eher so, dass man ständig updaten muss von einem aufs nächste Betriebssystem oder was weiß ich und das zumindest in bestimmten Fällen am Schluss teurer sein kann? Herr Leinen, möchten Sie was über die Archivierungskosten von Netzpublikationen sagen? Also wir haben den gesetzlichen Auftrag, diese elektronischen Dokumente zu sammeln und Langzeit zu archivieren. Das heißt, mit Migrationsprozessen etc. pp. Müssen wir uns einmal querbeet für, ich sag mal, in 5 Jahren vielleicht 26 Millionen digitalen Objekten einfach auseinandersetzen. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Unabhängig davon, und das tun wir natürlich, um die Nutzbarkeit dieser Dokumente auch in 100 Jahren noch sicherzustellen. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Da fragen wir in dem Sinne nicht nach Kosten. Klar sind wir natürlich kosteneffizient und möglichst schlau und möglichst günstig, die Dinge zu tun, aber es ist unser gesetzlicher Auftrag. Das heißt, wir haben gar nicht die freie Wahl zu sagen, wir haben das Buch im Regal, also brauche ich den elektronischen Kram gar nicht, sondern wir haben den Auftrag, beides zu sammeln, hat unser Verwaltungsrat auch nochmal bestätigt. Und jetzt ist dann die spannende Frage, wenn wir diese Dinge schon sammeln und es gibt da noch 5, 7, 9 andere Einrichtungen, die zumindest eine Teilmenge davon auch sammeln müssten nach ihren
gesetzlichen Bestimmungen. Dann ist natürlich die spannende Frage, und da ist natürlich eine einfache Idee geboren, die sich dann aber rechtlich durchaus kompliziert darstellt, dann den Content, die elektronischen Dokumente in einer ganz bestimmten Art und Weise, zumindest zwischen den Einrichtungen, auszutauschen. Das heißt, wir machen die Langzeitarchivierung, wir machen die Migrationen, die regionalen Pflichtexemplarbibliotheken haben natürlich ein System, mit dem sie auf die Daten zugreifen. Das ist aber ein Webservice, der ist weitgehend unabhängig von den technischen Rahmenbedingungen einer anderen Einrichtung. Also das ist die Arbeitsteilung letztendlich, die wir haben. Das heißt, wir sparen im Prinzip 5, 6, 7, 8, 9 Mal den doch relativ komplizierten technischen Prozess des Einsammelns an der Stelle. Und ich glaube, das war auch der Köder, wo man die Verlage dann am Ende des Tages mitbekommen hat, die Zeitschriftenverleger, weil sie eben diesen Prozess nicht an 5, 7, 9, 25 Stellen nochmal mit einer anderen technischen Infrastruktur bei den Regionalbibliotheken dann einkaufen muss. Das heißt, wir sind die Datendrehscheibe, wir bilden die Schnittstelle zu den Verlagen, wir haben einen Dienstleister, der das für uns tut, nebenbei bemerkt, und dann wird das sozusagen entsprechend angeboten, verzeichnet, nachgewiesen und dann genutzt durch die Nutzer in den anderen Bibliotheken. Die anderen Aufgaben haben wir sowieso. So, jetzt war der Herr da drüben. Schäfer, ich habe eine Frage zur Aktualität der Daten. Sie hatten die Frist von 7 Tagen genannt, wenn Ihnen die E-Paper durch die Verlage tatsächlich zugehen. Sehen Sie die Chance, dass ich diese Frist reduzieren kann? Oder sperren sich vielleicht die Verlage aus eigenem Interesse, weil sie lieber ihre Paper verkaufen? Wir sehen derzeit keine Chance, dass diese Frist reduziert werden kann. Das ist also auch keine Frist, die jetzt nur bei den Regionalbibliotheken anfällt, sondern die auch bei uns schon so ist. Und das ist natürlich so, dass das von Seiten der Verlage kommt. Wir würden es auch direkt nehmen, aber da ist jetzt derzeit keine Chance. Das ist aber auch für uns als Archivierungsbibliotheken nicht so wichtig. Wir sind nicht die Stadtbücherei, wir sind nicht für die direkte aktuelle Versorgung jeweilige Ansprechpartner, sondern wir sind in erster Linie der Ansprechpartner für den dauerhaften Zugriff und den Langzeitzugriff auf alles Mögliche. Wir haben auch ansonsten jedes Buch in der Regel nicht als allererstes, da hat es die Stadtbücherei schon längst im Bestand. Schaab von der SUB Göttingen. Was können Sie mit den Daten machen? Können Sie die indizieren, können Sie die anreichern, können Sie Texten, Data Mining drauflaufen lassen oder können Sie sie nur so präsentieren, wie sie als dummes E-Paper auch kommerziell zu erwerben sind? Wir können sie nur als dummes E-Paper präsentieren. Wir dürfen keine Volltextindexierung über alle Ausgaben machen, sondern wir dürfen lediglich eine Suche innerhalb der Ausgabe anbieten. Alles andere ist uns untersagt. Wissenschaftsfreundlich ist anders. Ja. Aber das ist nochmal ein spannendes anderes Thema an der Stelle, wie sozusagen da die Schnittstellen zur Wissenschaft sind. Aber hier war noch eine allerletzte Frage und dann müssen wir doch. Die Deutsche Nationalbibliothek ist ja anders als in anderen Ländern mit auf Initiative der Verlage gegründet worden. Wie sieht es denn jetzt bei den elektronischen aus? Also ist bei den Verlagen auch so der Eindruck, oh super, die nehmen uns das Archivieren ab? Oder gab es da sogar schon mal Anfang Hilfe, bei uns sind Daten verloren gegangen, könnt ihr die, also von Verlagen könnt ihr die uns mal wiedergeben? Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo wir im elektronischen Bereich schon Daten zurückliefern mussten. Im Printbereich ist es gang und gäbe. Also es gibt so und so viele Verlage, die haben überhaupt keine eigenen Archive mehr. Die verlassen sich darauf, das ist ja alles bei der DNB. Wir hatten da auch schon zum Beispiel Digitalisierungsdienstleister von großen Verlagen im Haus, die hier die Lücken aus ihrer eigenen Backlist aus unserem Bestand digitalisiert haben, weil sie es selber nicht mehr im Bestand hatten. Das betrifft aber nicht nur den physischen Bereich. Das gibt es dann zur Not dann auch in der Regionalbibliothek, die das noch in tieferer Größe gestaffelt hat. Also es betrifft nicht nur den physischen Bereich, sondern auch in der Tat das Langzeitarchiv, das digitale Langzeitarchiv. Das hat eine Schnittstelle, um Daten auch für Verlage wieder zurückzuspielen an der Stelle. So, nochmals herzlichen Dank. Sie sehen schon, bei der spannenden Diskussion muss ein spannendes Thema gewesen sein.